Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Heute geht es um den Spaltenraum, den Spaltenkern, Zeilenraum, Zeilenkern, sowie den Spaltenrang, Zeilenrang und den Rang einer Matrix. Wir nehmen uns dazu ein konkretes Beispiel her und zeigen, wie wir diese Dinge berechnen können. Unsere Situation ist, dass wir einen Körper haben, das sind die reellen Zahlen, und eine 3x4-Matrix, die heißt A und sieht konkret so aus. Hier ist nochmal die Definition vom Spaltenraum. Also der Spaltenraum von A ist definiert als der Spann über die Spalten von A. Also konkret aufgeschrieben, der Spann über diesen Vektor, und diesen Spaltenvektor. Das ist natürlich eine Teilmenge vom R hoch 3 Kreuz 1. So, die Aufgabe könnte jetzt sein, bestimme eine Basis vom Spaltenraum von A. Und dazu zeigen wir in diesem Video zwei Verfahren, nämlich einmal mittels Auswahl. Damit ist gemeint, dass wir ja sowieso ein Erzeugungssystem vom Spaltenraum von A gegeben haben und jetzt eine Basis auswählen könnten. Oder wir könnten auch eine Basis vom Spaltenraum von A in reduzierter gaußscher Normalform bestimmen wollen. Wenn die Aufgabenstellung jetzt nicht so konkret auf eine dieser beiden Methoden eingeht, sondern einfach nur nach einer Basis vom Spaltenraum von A gefragt ist, können wir natürlich uns überlegen, ob wir lieber Methode 1 oder Methode 2 nehmen oder vielleicht eine dritte Methode. Wir fangen aber erstmal an mit der ersten Methode, also wir wollen eine Basis vom Spaltenraum von A mittels Auswahl bestimmen. Dazu gucken wir uns die Spalten von A an und schreiben sie nebeneinander. Das ergibt natürlich wieder unsere Ursprungsmatrix A und die sah ja so aus. Jetzt führen wir elementare Zeilenumformungen durch und erhalten am Ende diese Matrix. Dabei gucken wir uns jetzt die Pivotvektoren an, also den ersten und den dritten Vektor in unserem Fall. Und jetzt wissen wir auch gleich, dass Spalte 1 und Spalte 3, also minus 1, minus 3, 4 und 3, 3, minus 2, eine Basis vom Spaltenraum von A bilden. Und wir wissen auch schon gleich, dass der Spaltenrang, das war ja die Dimension vom Spaltenraum von A, also die Länge einer Basis vom Spaltenraum von A, in unserem Fall 2 ist. Und der Rang von A war ja definiert als Spaltenrang von A, ist damit auch 2. Okay, nun wollen wir eine Basis vom Spaltenraum von A in reduzierter gaußscher Normalform bestimmen. Dazu nehmen wir uns wieder die Spalten her, aber wir transponieren diese und schreiben sie untereinander. Das gibt am Ende die Transponierte von A, also konkret diese Matrix. Wir führen wieder Zeilenumformungen durch und erhalten am Ende diese Matrix. Jetzt gucken wir uns wieder Pivot-Elemente an, aber diesmal nicht die Spaltenvektoren davon, sondern die Zeilenvektoren. Also hier haben wir V1, das ist die erste Zeile, und V2, die zweite Zeile. Und wir wissen jetzt, dass wenn wir V1, also die erste, und V2, die zweite Zeile, transponieren, dass wir dann eine Basis vom Zeilenraum von A erhalten. Also vom Spaltenraum vom A. Die ist hier nochmal aufgeschrieben. Okay. Nun kümmern wir uns um den Spaltenkern. Der Spaltenkern von A war ja definiert als alle x aus dem R hoch 3 Kreuz 1, sodass A mal x gleich 0 ist, was ja genau Lös A 0 ist. Also ist jetzt unsere Aufgabenstellung, bestimme eine Basis vom Spaltenkern von A. Daher bestimmen wir erstmal Lös A0. So, ganz allgemein macht man das, indem man die Matrix A hernimmt, also jetzt konkret aufgeschrieben mit den Einträgen von A, und wir führen dann Zeilenumformungen durch und erhalten diese Matrix. Nun benutzen wir den Ablesetrick. Wir haben jetzt hier nämlich eine Zeile eingefügt und hier eine minus 1 eingefügt. Wer sich jetzt nicht mehr genau erinnert, wie der Ablesetrick ist, der kann sich nochmal das entsprechende Video dazu anschauen. Aber wir machen jetzt erstmal weiter und gucken uns diese beiden Spaltenvektoren an und wissen, dass die zusammen eine Basis vom Spaltenkern von A ergeben.
Daher wissen wir auch, dass die Dimension vom Spaltenkern, also einfach die Anzahl unserer Spaltenvektoren 2 ist. Und wir können unseren Rangsatz anwenden. N war ja 4 und N soll nach dem Rangsatz gleich dem Rang von A plus der Dimension des Spaltenkerns von A sein. Den Rang hatten wir vorher schon ausgerechnet und die Dimension vom Spaltenkern ist in unserem Fall 2. So, jetzt haben wir den Spaltenraum, den Spaltenkern schon abgehandelt und kümmern uns um den Zeilenraum von A. Die Definition davon war ja der Spann über die Zeilen von A, die hier jetzt als Spaltenvektoren aber dafür transponiert aufgeschrieben sind. Also lasst euch davon nicht verwirren, sondern diese Vektoren sind einfach nur die Zeilen von A. Das ist eine Teilmenge vom R hoch 1 Kreuz 4. Und die Aufgabe könnte jetzt sein, bestimme eine Basis vom Zeilenraum von A. Hier haben wir wieder zwei Möglichkeiten. Die erste ist mittels Auswahl, also aus diesen erzeugenden Systemvektoren auswählen, sodass wir eine Basis vom Zeilenraum von A erhalten. Oder wir wollen vielleicht eine Basis vom Zeilenraum von A in reduzierter gaußscher Normalform bestimmen. Zur Berechnung kümmern wir uns erstmal um die Erstaufgabe, also eine Basis vom Zeilenraum von A mittels Auswahl zu bestimmen. Dazu nehmen wir uns die Zeilen von A her und transponieren sie und schreiben sie nebeneinander. Das ergibt dann am Ende die transponierte von A und die haben wir hier aufgeschrieben. Wir führen wieder elementare Zeilenumformung durch und erhalten diese Matrix. Jetzt gucken wir uns wieder die Pivot-Spalten an. Das ist die erste Spalte und die zweite Spalte. Und wissen damit, dass die erste Zeile und die zweite Zeile unsere Ursprungsmatrix A, also diese beiden Zeilenvektoren, eine Basis vom Zeilenraum von A ergeben. Damit können wir auch gleich den Zeilenrang von A bestimmen, was ja auch gleich der Rang ist. Das ist nämlich 2. So, jetzt wollen wir eine Basis vom Zeilenraum von A in reduzierter gaußscher Normalform bestimmen und gucken uns dafür die Zeilen an und schreiben sie untereinander in eine Matrix, was natürlich wieder unsere Ursprungsmatrix A ergibt. Wir führen Zeilenumformungen durch und erhalten diese Matrix. Wir gucken uns wieder die Pivot-Elemente an, aber diesmal die Zeilen dazu, also die erste Zeile und die zweite Zeile, die habe ich jetzt hier V1 und V2 genannt. Und wir wissen sofort, dass V1 und V2, also diese beiden Zeilenvektoren, eine Basis vom Zeilenraum von A ergeben. Nun kommen wir zu unserem letzten Thema, den Zeilenkern von A. Der war ja so definiert, dass das die Menge aller x aus dem R auch 1 Kreuz 4 ist, sodass a x mal a gleich 0 ist. Also können wir es auch genauso gut schreiben als alle x aus dem R auch 1 Kreuz 4, sodass die Transponierte von x in Lös auch t 0 ist. Unsere Aufgabe dazu ist jetzt, bestimme eine Basis vom Zeilenkern von a. Also bestimmen wir erstmal Lös auch t 0. Denn der Zeilenkern von A sind ja die x, sodass die Transponierten von x aus Lös auch t0 ist. So, wie macht man das? Man schreibt sich die Transponierte von A hin. Das ist jetzt konkret diese Matrix und führt elementare Zeilenumformung durch. Dann erhalten wir diese Matrix, die dann in reduzierter gaußscher Normalform ist. Jetzt benutzen wir wieder den Ablesetrick. Wir müssen hier eine minus 1 einfügen und streichen diese Zeile und erhalten eine Basis vom Zeilenkern von A. Das ist nämlich dieser Spaltenvektor. Der hier. So, die Dimension vom Zeilenkern von A können wir dann auch gleich bestimmen. Wir haben hier einen Vektor, deswegen ist die Dimension 1. Und wir gucken wieder, ob der Rangsatz erfüllt ist. M war ja gleich 3 und das soll gleich sein, dem Rang von A plus der Dimension des Zeilenkerns von A. Den Rang von A hatten wir ja schon vorher bestimmt, das ist 2 und die Dimension vom Zeilenkern ist 1.
Zusammenfassend gesagt sehen wir also, dass wir aus den Zeilenumformungen, die wir auf A bzw. die Transponierte von A, viele unterschiedliche Informationen herausholen können und uns deswegen die Aufgabenstellung genau angucken sollten und dann entscheiden sollten, welche Methode wir verwenden, damit wir uns natürlich viel Arbeit sparen können.